gerade den größten Wandel in der Arbeitswelt. Es gibt immer mehr moderne Technologien und neue Anforderungen an Mensch und Arbeitsplatz. Wir müssen die Arbeit neu erfinden, schreibt Thorsten Hübschen in seinem Buch Out of Office. Und sein Buch ist eine Art Navigation in die Arbeitswelt von morgen. Und auf die bin ich jetzt sehr gespannt. Hallo Thorsten. Hallo Lisa, grüß dich. Wir sitzen ja hier bei einem Café, in dieser netten Café-Ecke, sage ich mal. Könnte das so auch im Alltag dein Arbeitsplatz sein? Ja, absolut. Das ist es sogar manchmal. Wenn ich jetzt an den klassischen Arbeitsalltag denke, dann denkt man so an 9-to-5, irgendwie ein Foto auf dem Schreibtisch, vielleicht eine Zimmerpflanze auf der Fensterbank. Genau. Was verbindest du mit dem Wort Office? Ich habe es tatsächlich noch so erlebt, also als ich früher so als mein erstes Schülerpraktikum gemacht habe, so mit 16, 17, war das noch so. In meiner Arbeitswelt selber habe ich das nie mehr erlebt. Also wir haben Open Space, wir sitzen halt irgendwie in, eben nicht mehr in kleinen Büros, sondern in entweder Großraumbüros oder in größeren Teamzonen. Und ich verbinde mit Office gar nicht mehr das Gebäude selber, sondern tatsächlich den Ort, wo ich mit meinem Team zusammenarbeiten kann und nicht mehr den Schreibtisch selber. Mein Schreibtisch selber, der ist leer. Da steht mittlerweile noch nicht mal mehr ein Bildschirm drauf. Ihr schreibt in dem Buch, es ist egal, wann man arbeitet und wo man arbeitet. Das heißt, jeder ist ja, ist ein Traumjob, ne? Kann jeder machen, was er möchte. Brauchen Mitarbeiter denn da nicht klare Regeln? Das haben wir natürlich sehr provokant gewählt. Egal ist tatsächlich gemeint, es gibt keinen übergeordneten Rhythmus, der einem das vorschreibt. Es gibt natürlich noch Regeln, die oder einfach Zusammenarbeitsabsprachen, die sagen, ich brauche dich morgen aber zu der Zeit da. Dann sollte man auch dann da sein. Das heißt, wenn Menschen mit Menschen arbeiten, braucht man immer Absprachen. Also hat man dann so eine Art Zielvereinbarung, wo man sagt, bis Monat XY muss das und das hier abgeliefert werden und dann kann der Mitarbeiter sich das frei einteilen? Sinnvolle Tätigkeit wird bei Wissensarbeitern immer mehr nach dem Ergebnis gemessen, weil du kannst eben nicht mehr beschreiben, setz dich 8 Stunden hin und sei klug. Ja, sinnvoll könnte jetzt auch mal sein, in Ruhe einen Kaffee zu trinken und vielleicht habe ich dann den Gedanken, auf den ich den ganzen Tag warte, oder? Ich habe in meinem Team jetzt eingeführt, vom Jahr, dass ich gesagt habe, ist es okay oder ich erwarte sogar von euch oder ich wünsche es mir von euch, dass ihr so jede zweite Woche einmal einen halben Tag freinimmt. Nicht freinimmt im Sinne von irgendwie nichts tun, sondern freinimmt von euren sonstigen Terminen und euch mal einen halben Tag irgendwo hinsetzt und nachdenkt. Die Kollegen stellen im Team auch dann vor, was sie rausgefunden haben. Und da merkst du halt, wenn du über Monate lang eigentlich keine guten Ideen hast, dann ist halt irgendwas falsch. Dann machst du es entweder nicht richtig oder denkst an falschen Sachen nach. Wie organisiert man das denn? Weil der eine sagt ja zum Beispiel, ich arbeite ganz gerne nachts, da habe ich die besten Ideen. Der andere arbeitet früh morgens. Dann kann man sich ja nie erreichen. Die Zeitfenster, wo man sich physisch erreicht, die werden tatsächlich kleiner. Also früher hat man ja gesagt, man hat von 9 bis 5 das physische Zeitfenster. Alle sind einfach beieinander halt. Ne? Das schrumpft. Das schrumpft auch allein durch Globalisierung. Wenn du Kollegen hast, die einfach nicht in deiner Zeitzone sind, dann schrumpft schon ganz natürlicherweise. Und deswegen ist Technologie so wichtig. Das heißt, du brauchst irgendwie eine technologische Möglichkeit, dass du Kommunikation auch machen kannst, wenn man sich nicht gegenüber sitzt oder auch nicht zur selben Zeit wach ist. E-Mail ist die einfachste Form der asynchronen Kommunikation, die Vor- und Nachteile hat und die eben ergänzt wird durch andere Sachen, wie eben Social Networke, die man aufnimmt, die ein bisschen andere Kommunikationsarten als E-Mail hat oder dann beispielsweise wirklich Videokonferenzen, Skype, dass man halt von zu Hause einwählt, was bei uns ganz normal ist. Also Video wird echt noch unterschätzt. Video ist wirklich wichtig, dass man diese Gestik, die Mimik so sieht, wie es dem anderen geht. Wenn man nur Audio macht, das ist auf die Dauer nicht gut. Die Arbeitszeit wird immer fließender, Freizeit und Arbeit gehen immer mehr ineinander über. Viele schwören da auf die sogenannte Work-Life-Balance. Ist das dann aus deiner Sicht ein Denkfehler? Es muss noch balancieren, wie ich die verschiedenen Aspekte meines Lebens, wie ich die priorisiere, wie ich halt für Dinge, die mir wichtig sind, meine Familie, mein Sport, meine Gesundheit, meine berufliche Tätigkeit, wie ich da eine vernünftige Zeitmanagement hinbekomme. Wissen die Mitarbeiter genau, wo du gerade bist und was du machst? Also legst du da deinen Kalender offen? Also ich lege meinen Kalender offen und mache tatsächlich recht viel über Twitter, über unseren internen, also über Yammer, das ist unser internes Facebook, schreibt da, wo ich bin. Diesen menschlichen Kontakt halten, das ist super wichtig, weil selbst wenn man sich wirklich nahe steht, verlierst du nach einer Woche schon langsam den Kontakt, nach 2 Wochen immer mehr. Die Zeit hat sich ja wahnsinnig beschleunigt, weil jeder so viel macht und wenn man dann länger nicht voneinander gehört hat, dann schmilzt das Vertrauen auch so ein bisschen ab. Also gar nicht böswillig, aber man braucht tatsächlich diesen Daumen-Ping. Ich will in Kontakt bleiben, ich will fühlen, was der andere macht. Und dafür lassen sich diese digitalen Medien super nutzen. Baut ihr deswegen auch gerade neue Büros wieder in München? Weil eigentlich heißt das Buch ja Out of Office, jetzt geht's aber zurück ins Office, weil ihr da gerade einen neuen Firmensitz baut. Macht das denn dann Sinn? Das haben wir auch bewusst so augenzwinkern gewählt, den Titel. Weil tatsächlich
Büros bauen wir nicht mehr in dem klassischen Sinne. Das heißt, wir bauen eine neue Firmenzentrale. Die wird aber wirklich anders aussehen. Da wird so dieses klassische, hier sind viele Schreibtische, also eine Schreibtischfabrik wird das gar nicht mehr sein. Wie sieht das aus dann? Innen drin wird es viel mehr Zonen geben, als man das jetzt gewohnt ist. Das heißt, nicht mehr so Gang A, B, C, D, wo dann Büros drin sind, sondern es wird Zonen geben, wo dann Schreibtische drin sind, wo dann Kommunikationszonen, also Meetingräume klein, groß, Rückzugsräume zum Telefonieren. Es wird irgendwie Lounges geben, wo man eben Teammeetings machen kann. Darf man auch Kaffee trinken und auf dem Sofa sitzen? Ja, das darf man tatsächlich auch. Also es wird, wir gucken also eben nicht nur Kaffee, sondern auch irgendwie gesunde Getränke. Da gucken wir ganz, ganz besonders drauf, weil man verbringt so viel Zeit da im Büro, dass man auch das ich dachte nicht. Du merkst aber auch, wie schwierig das ist. Es gibt da noch kein gutes Wort für. Also man müsste eigentlich sagen, sowas wie Firmenzentrale, Kommunikationsraum, das klingt, klingt so ein bisschen esoterisch halt. Ne? Aber gemeint ist das eigentlich. Deswegen ist das auch so eine Debatte eigentlich, das Office selber, da müssen wir eigentlich ein neues Wort für finden. Weil dieser Raum, wo die Arbeit stattfindet, die ist eben nicht mehr definiert durch, da steht mein Schreibtisch, sondern da sind meine Kollegen, meine Kunden. Das so ist eine Art Meeting Space. Ganz genau. Und wie arbeiten wir in 20 Jahren? Sieht so aus, dass man weniger Technik sieht und es sieht auch viel grüner aus tatsächlich. Also viel mehr wieder Natur reinlassen. Das heißt, eigentlich so, wie man sich so diese urbanen Visionen vorstellt. Also Zimmerpflanze kommt zurück. Vielen Dank, Thorsten, sehr spannend. Danke dir, Lisa. Jetzt können wir auch den Kaffee mal trinken. Ja.